Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Wir sind hier mit Basim auf dem Dach und warten auf die gute Sahara. Und zwar in der Sahara. Diese Wortspiele sind einfach ein Traum. Wir warten hier mal. Wir haben ihr Anwesen durchsucht, es war niemand da. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt auf jemanden treffen werden, während wir warten. Ist nur so ein Verdacht. Wahrscheinlich. Oh ja, da kommen sie schon. Aber ist sie eine Killerin? Dina, bereitet mir ein Glas Dattelsaft auf Eis. Auf jeden Fall ist sie ein und Killer. Und bringt mir dazu Honigbrot und Granatäpfel. Die feine Dame. Leg dann das Badesalz bereit. Ich bin völlig erschöpft. Die, Alter. Die will auch noch in Milch baden wahrscheinlich. Kleopatra-Style. Aber selber das wedeln kann sie. Ist, wo man es findet. Natürlich, Sarah. Dieser alte Hohlkopf mit seiner wertlosen alten Scheibe und den hilflosen Kranken. Töte Sarah, die korrupte Gelehrte. Die wahren Antworten finden sie. Ja, wie machen wir das? Am besten. Immer. Habe ich nicht recht? Immer, Shaida. Wenn ich das übersetzte Buch erhalte, hey, Moment mal. Wir sehen, wer das wahre Oberhaupt des Ordens ist. Mhm. Wie du wünschst, Shaida. Oh, fuck. Ich hätte einfach springen sollen. Okay, ganz ruhig. Alles wird gut. Wir kriegen das hin. Wir sind ein Meister-Assassine. Wir sind der Beste der Besten. Wo ist sie jetzt hin? Da. Na, wie gefällt es dir an deinem eigenen Brunnen? Meine liebe Sahara. Stirb! Stirb! Was? Sahara, was für diese... Ups. Da sind doch ein paar zu viele. Ist gut. Oh mein Gott, ein roter Angriff. Okay, Elixier. Scheiße, ganz ruhig, Freunde. Oh mein Gott. Der wartet da mit dem Speer auf uns. Ich hau ab. Scheiß auf alles. Verlasse das Anwesen der Gelehrten. Ja, ja. Der springt schon selber vom Boot. Danke sehr. Adieu! Was ist der Ort? Was ist der Ort? Sahra dachte, dieses seltsame Buch würde ihr großes Werk zum Laufen bringen. Nur gut, dass Hunain nicht ein Wort übersetzen konnte. Ich sollte in Al-Abbasiyah nach weiteren Hinweisen suchen. Okay, das machen wir. Wir haben 2 Fertigkeitenpunkte bekommen, Freunde. Das bedeutet, wir haben 3. Und können uns alles leisten, was wir wollen. So, was haben wir hier? Attentäter, Konzentration. Das sollte ich öfter mal nutzen, ne? Das sollte ich öfter mal nutzen. Oh, hier noch mehr. Nice. Was haben wir hier? Zusätzliches Hilfsmittel, Erweiterung. Ja, Messerwiederbeschaffung. Ah ja, ich erinnere mich. Kilos Blick enthüllt die Wachgänge markierter Gegner. Oh, das ist natürlich nobel. Sinnesschärfe. Wahrnehmung wird erhöht, wodurch das Markieren von Gegnern leichter wird. Ich will alles. Das ist schlimm. Ich mach mal das hier. Das finde ich interessant. Da kann man die Bewegungs-, also diese ganzen Wege, die laufen, diese Wachgänge, die kann man also nachverfolgen. Interessant. Ich wollte mal ganz kurz schauen nach Nachforschung. Sahara abgeschlossen. Okay, das hätten wir. Das ist sehr gut gelaufen. Nach ihm, nach Al-Rul, haben wir also auch sie erwischt. Sie hat es verdient. So, was haben wir hier eigentlich? Verborgener Strippenzieher. Ja, ja, das müssen wir noch herausfinden. Das Buch ist der Schlüssel zum Aru des Ordens.
Wir müssen also weiter nach Hinweisen suchen. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch hier danach suchen können. Oder hier. Wir werden sehen. Wir haben ja einiges zu erledigen hier noch, Freunde. Also es wird nicht langweilig. Wir gucken uns mal die Aufträge an. Guck mal, 50 Meter entfernt. Der Botanist. Die Obrigkeit zwingt einen Botanisten dazu, sein Heilmittel nur den Privilegierten zukommen zu lassen. Stiehl ein paar Medizinproben, um sie zu erforschen. Das werden wir tun. Schön. Machen wir das direkt. So, ich werde auch nicht mehr gesucht, hoffe ich. Hoffe ich. Okay, hier ist noch so eine Scherbe. Oh, die hätte ich schon gerne, ne? Ja, okay, weißt du was? Wir holen uns die Scherbe. Ist wahrscheinlich nicht ganz so schlau. Wir gehen dann wieder zurück in die andere Richtung. Die Kiste hätte ich auch gerne. Ich will einfach alles. Ich will alles haben in diesem Spiel. Wir nehmen mal den Weg übers Wasser. Ein kleines Bad kann uns nie schaden. So, wir sind hier gleich wieder im Sperrgebiet, sehe ich. Ach so, ja, das ist ja auch Zahras Anwesen. Ihr ehemaliges. Für dich gibt's hier nicht. Doch, doch, hier gab es was. Jetzt gibt es hier nichts mehr. So, 100 Meter in die Richtung. Hm. Und da können wir auch noch was klauen. Junge, Junge, es wird nicht langweilig. Also wenn man wirklich 100% hier haben möchte, muss man einiges tun. So. Mhm. Da. Ein Mitglied von Adia. Ich weiß, ich weiß. Dem sollte ich nachgehen. Genau das werde ich auch tun. Im Ernst? Ich weiß nicht, wie es hier geht. Doch nicht. Hier mag es ja langweilig sein, aber aus dem Ausweg. Ich kann nicht einfach an ihm vorbei, ne? Der sieht mich. Du wartest! Geht ganz schnell! Tschüss! Wir haben sie geklaut, ne? Hab ich nicht. Oh mein Gott. Aus dem Weg, Ladies. Opa, geh mir aus dem Weg, Mann. Das Anwesen des Steuereintreibers. Okay. Cool. Kein Bedarf gerade. 20 Meter hier. Okay, Moment. Da gehe ich mal gerade hin, wenn es geht. Geht wohl nicht. Oh, hier kommen wir hoch. Naja, ich meine, wenn wir denn hier schon sind, da oben ist die Kiste. Okay, das wird doch. Das ist wahrscheinlich abgeschlossen alles. Ich will nur die Kiste, Mann. Ich hoffe, mich sieht hier niemand. Bisher sieht es ganz gut aus. Mhm. Der hat den Schlüssel. Ah, leck mich doch. Au revoir. Mon ami. Dieser Ort sagt mir irgendwie was, aber andersrum auch irgendwie gar nichts. Er kommt ja gleich wieder an uns vorbei, ne? Mein, ist das denn ernst? Macht er jetzt hier eine Runde? Oder kommt er wieder? Der geht einfach ins Haus. Scheiße, Mann. Ey, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Aber die Kiste. Oh, er kommt zurück. Okay. Ein bisschen Zeit zum Trinken haben wir noch. Komm her, mein Großer. Dieser Heuhaufen wird dein Ende sein. Denke ich. Ja. So. Tschüss. Und wieder rein. Und der Schlüssel des Anwesens, den haben wir auch direkt. Schauen wir mal. Haben wir hier noch irgendjemanden, der uns
auflauern könnte. Ja, da ist einer. Aber der guckt nicht in unsere Richtung. Also noch nicht. Oh, wenn wir die Truhe plündern, dann hört er das, ne? Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Wofür ist denn der Schlüssel jetzt? Wo ist denn der Eingang? Also wo ist die Tür? Hä? Du hast genügend rätselhafte Scherben. Ja, weiß ich doch. Weiß ich doch. Der Eingang ist wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Dann gehe ich wieder übers Dach. Da haben wir eh was verpasst hier. Die Truhe müssen wir noch plündern. Da ist der Eingang. Ich sehe das Schloss. Da will ich hin. Hilfsmittel voll. Tür ist verriegelt? Aber ich dachte... Nein? Ich war mir sehr sicher, dass ich hier reinkomme. Wo ist denn der Eingang dann? Ich sehe halt kein... Ist das da hinten das Schloss? Dieses goldschimmernde? Oder wo ist das Schloss? Ich weiß nicht, wo das Schloss ist. Zu dem Schlüssel, den wir gerade gefunden haben. Und der chillt da einfach vor sich hin. Oh oh. Es gibt immer Ärger. Der ist runtergefallen. Das ist nicht gut. Ich hoffe, der ist da ins Blumenbeet gefallen. Okay, ich will doch nur da rein. Da ist ein Durchgang. Ach, das ist nicht der Durchgang. Scheiße. Ich weiß halt nicht, wo der Eingang ist. Wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Warum... Egal. Wir versuchen es mal jetzt hier rum. Das heißt... Was? Moment. Der hat einfach in unsere Richtung geguckt, der Pisser. Kann ich den nicht... Und das klappt. Okay, cool. Das lief sehr gut. Ist das die Tür? Das ist auch nicht die Tür. Hä, wo komme ich denn hier rein? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Hier ist noch eine Kiste, die ich jetzt aufmachen kann. In Ruhe. Thank you. Jetzt sag mir nicht, die Tür ist da bei diesen drei Typen. Also es muss da irgendwie möglich sein, dass man da rein kann, ohne... Oder übersehe ich hier irgendwas? Irgendeinen Eingang, der so offensichtlich ist, dass er schon nicht mehr offensichtlich ist? Was? Ja, ich... Ich sehe schon, du siehst mich. Der Eingang ist hier bei denen, oder? Ich meine, wo soll der sonst sein? Nein. Okay, jetzt mache ich das mal. Erstmal er hier. Und dann der hier. Beginn. Der Eingang ist tatsächlich hier. Ich fasse es ja nicht. Aber wird das mir nicht angezeigt, wenn ich... Doch, so mini wird mir das angezeigt, das Schloss. Du willst mich doch verarschen, Mann. Ich esse erstmal was. Okay, wir können jetzt aber rein. Drin ist ja niemand, ne? Gehe ich mal von aus. Wenn doch, bringe ich ihn um. Einsammeln. Oh, ganz viele Dirham. 10 Stück nämlich. Haben wir noch irgendwas zum Lesen hier oder so? Ja, nee.
Wir gehen hoch. Denn ich bin wegen der Kiste hier. Nur wegen der Kiste, Mann. Boah, ist das aufwendig immer. Das Aufwendigste ist eigentlich, den Eingang zu finden. Alles andere ist okay. Kriegen wir hin. Ruhe plündern. Jetzt will ich aber was sehen. Die Montur des Abbasiden Ritters. Cool. 13 Dinar, danke. Aber nichts zum Lesen. Schade. Ich lese gerne. Hat man bestimmt noch gar nicht gemerkt, dass ich gerne lese. Dich will ich jetzt aber aufhebeln. Du Kacktür, ey. So, okay. Gut, das hätten wir. Wir müssen jetzt in diese Richtung. Aber da gibt's was zum Lesen. Und das hätte ich gern. Ich bin immer noch im Sperrgebiet, ne? Ich sollte vielleicht nicht so... Du willst mich doch verarschen. Junge, wie viele Gegner sind denn hier? Ich will einfach nur raus hier aus diesem Gebiet. Oh, okay. Das war's. Wir sind nicht mehr... Lass es einfach. Okay, ich lasse es, sorry. Ich will gar nicht rein. Steuern. Das Abbasidenreich war auf Steuern in Form von Geld oder anderen Tauschmitteln angewiesen, um seine zahlreichen Ausgaben zu bestreiten. Die Höhe der Steuer hing von der religiösen Zugehörigkeit des Steuerzahlers ab. Ein Muslim zahlte weniger als ein Dhimmi. Dein Ernst? Alter. Vier Arten von Steuern machte den Großteil der Staatseinnahmen aus. Eine davon galt nur für Muslime, die Zakat. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Almosen, wie es vom Koran von jedem Muslim verlangt wird, der es sich leisten kann. Um das Jahr 730 wurde sie zu einer verpflichtenden Steuer von 2% auf den gesamten Besitz ab einem gewissen Schwellenwert. Die Kirchensteuer sozusagen. Zwei Steuern galten exklusiv für Nichtmuslime. Die Jizya mussten von jedem freien, gesunden, erwachsenen, nicht-muslimischen Mann bezahlt werden, der im Abbasidenreich lebte. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts betrug sie 48 Darahim, etwa 3 Gramm Silber. Für Reiche, 24 für mäßig wohlhabende Händler und 12 für die Armen. 12 immer noch für die Armen. Die Handwerker und die Arbeiter werden als arm angesehen, ja? Das ist ja nett. Sie konnten in Naturalien gezahlt werden, jedoch nicht in Schweinen, Wein oder toten Tieren. Nicht-Muslime zahlten außerdem die Karaj, eine Grundsteuer auf bebaubares Ackerland. Ihre Höhe ist nicht bekannt, aber sie muss höher als die Jizya gewesen sein, da keine Karaj mehr entrichtet zu müssen anscheinend ein wichtiger Grund war, um zum Islam zu konvertieren. Schließlich gab es noch die Ushr, eine Handelsabgabe auf importierte Waren, die von jedem Händler bezahlt werden musste, ob männlich, weiblich, muslimisch oder nicht muslimisch. Ihre Höhe war veränderlich und die Berechnungsgrundlage, der Tagespreis oder der festgelegte Preis eines Artikels, variierte mit der Zeit und hing von den Bedürfnissen der Regierung ab. Für die Bewohner des Reiches war sie oft Grund zur Klage und in den Gefängnissen befanden sich viele, die nur wegen einer nicht beglichenen Handelsabgabe dort waren. Junge! Wie krank! Das ist ja voll unfair. Die Regierung... Ja, ich brauche... Heute brauche ich mal ein bisschen mehr, also... Du hast es nicht? Ich bin Knast. Das ist ja... Die Montur des Abbasiden-Ritters. Das ist ja was komplett Neues. Wunden lecken. Basim stellt bis zu einem Maximum von 50% alle 2 Sekunden 1% Gesundheit wieder her. Ja? Okay, wir sehen aus wie ein Soldat. Aber weißt du was? Ich find's gar nicht so schlecht. Vor allem das mit der Gesundheit wiederherstellen. Das ist eigentlich ganz nett. Alle 2 Sekunden 1%. Wahrscheinlich nicht so viel, ne? Ich lasse es mal an. Tourinventar. Nee. Okay. Gut, wir haben hierfür keine Monturfarbe. Wir haben die Rätselschafte.
Rätsel schärft die Schärfe, haben wir gefunden. Wir laufen mal ein bisschen rum wie ein Soldat. Können wir uns dann besser tarnen? Ist nicht meine Favoriten-Montur, muss ich sagen. Nein, du hast recht. Ja, ist ja gut. Es tut mir leid. So, wir müssen in diese Richtung. Nein, lass es einfach. Wir haben schon 70% von euch umgebracht, Mann. Aber ich lasse es. Gar kein Problem. Chef. Ich weiß. Nicht mehr. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Du hast schon alles geräubert. Und umgebracht. Lass uns in Ruhe. So, ich muss wieder hier entlang. Was ist denn das hier? Eine Geschichte aus Bagdad. Die muss ich mitnehmen. Die muss ich mitnehmen. Das geht gar nicht anders. Das Sperrgebiet hier, ne? Nein, nein, nichts. Ich will gar nichts mit euch zu tun haben. Eine Geschichte. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Was? Neji? Hallo, Neji. Wo kenne ich den Namen Neji? Irgendwoher kenne ich das. So, hi. Bist du das, Basim? Nein, ich bin Soldat. Alles in Ordnung. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne dein Gesicht nicht, doch du trägst unser Zeichen. Ich bin Neji, einer von Mentor Raihans Informanten. Aha. Ich bat um einen schwierigeren Auftrag, doch vielleicht war das ein Fehler. Aha. Was ist das Problem? Ich habe zwei korrupte Wachen dorthin verfolgt, wo sie bestochen werden. Aber ich kann es nicht mit beiden aufnehmen. Gut gemacht. Zusammen bekommen wir das hin. Folge mir einfach. Natürlich. Können wir unseren Superangriff wieder starten? Nee, muss ich erst aufladen, ne? Mit. Womit war das? Mit Stealth Kills wahrscheinlich. So, welche zwei sind das denn? Er hier? Und er hier? Oder was? Pass auf! Wir werden angegriffen! Ja, schnell weg hier. Nee, Moment, wir können ihn ja nicht da lassen. Der Ausdruck ist plötzlich sehr viel. Mich verletzt! Ich blute! Basim, du hast es geschafft. Ich? Das warst nur du. So, hi. Glückwunsch. Dein erster offizieller Auftrag als Verborgener ist abgeschlossen. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Das habe ich gesehen. Das war gar nicht schlecht. Vielleicht ist das nichts für dich. Nein, ich mache ihm Mut. Er wird besser. Unsinn. Mit etwas mehr Ertüchtigung wirst du dich gut schlagen. Ganz genau. Du brauchst nur mehr Selbstvertrauen. Meinst du das ernst? Ja. Kaum jemand macht beim ersten Versuch bereits alles richtig. Gib nicht auf. Danke, Basim. Ich erstatte Mentor Raihan Bericht. Mal sehen, was er sagt. Nicht, dass er stirbt wegen uns. Ich hatte ihn fast. Ein Halm im Kornfeld. Was? Ja, das war nett. Aber ich glaube, das ist wirklich nichts für ihn. Aber ich wollte ihm jetzt keinen Unmut machen. Weißt du, ich wollte ihm jetzt nicht sagen, dass er nichtsnutz ist. Weil er hat es ja selber nicht wirklich hinbekommen, einen umzubringen. Selbst da musste ich ihm helfen. Das ist keine gute Voraussetzung, muss ich sagen. Okay. Wir werden gesucht. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo meinen Steckbrief abreißen. Denn das ist echt ätzend, hier gejagt zu werden von den Soldados. Die Apotheke von Hailana. Wir finden jede Menge neue Orte. Erinnert mich so ein bisschen an Skyrim alles. Okay, aber hier kommen wir nicht rein. Natürlich Sperrgebiet. Die Apotheke ist natürlich Sperrgebiet. Wie konnte ich auch was anderes denken? Moment mal. Hier, du Hot. Ich will doch einfach nur weg, Mann. Ich will doch gar nichts hier. Da ist ein Steckbrief. Hm?
Haben die gerade das Horn geblasen? Wir suchen also. Die wollen mich doch verarschen, Mann. Oh, wir sind. Hä, wir sind hier richtig? Der Botanist? Wir müssen hier hin, tatsächlich? Bin ich noch zu retten, dass ich das nicht gesehen habe? Oh, Moment. Natürlich. Und die sind jetzt voll alarmiert, weißt du? Weil ich so blöd bin. Jetzt stirbst du! Scheiße. Verfolgen die mich? Stiehl die medizinischen Proben. Wo sind die denn? Das da unten? Eine Liste mit den Inhalten der Krüge würde die Suche erleichtern. Gleich verstummst du! Das war knapp. So, haben wir jetzt ein bisschen Ruhe? Ich würde gerne ein bisschen was essen. So, die Musik ist natürlich sehr angespannt. Krug untersucht. Ich muss aufpassen. Der Inhalt der Krüge kann Unvorsichtige töten. Toll. Unentdeckt bleiben hat ja gut geklappt. Was passiert hier? Okay. Nächster. Wow. Okay, ich brauch so ein Elixier. Wie viele Krüge gibt's denn hier? Wow, die sind an mir vorbei. Ich muss aufpassen. Der Inhalt der Krüge kann Unvorsichtige töten. Hä? Der Botanist hat eine Liste der Orte, an denen sie... Ach so, ich muss die Liste... Also... Okay, ich werde hart gesucht. Wo ist denn diese Liste, Mann? Junge, ich habe alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Ist die Liste über uns? Das Ding da vielleicht? Nee, ist auf dem Dach. Ist doch keine Liste. Wer hat denn eine Liste auf dem Dach? Ich gehe trotzdem mal hin und öffne das Ding. Ist das die Liste? Nee. Tranksammler. Cool. Danke sehr. Gut. Okay, wo ist denn jetzt hier diese Liste? Das sieht hier nicht richtig aus. Vielleicht muss ich da hinten irgendwo hin? Oh. Vielleicht in dem Gebäude hier? Sieht nicht richtig aus. Junge, einfach unentdeckt bleiben, einfach überhaupt nicht geklappt. Da ist was zum Lesen. Vielleicht ist das die Liste. So, komm her. Wo war das jetzt? Hier unter mir, ne? Ist das eine Liste? Als ob er das da einfach rumliegen lässt. Ich war mit der Quelle, als die Mauer einstürzte. Wir waren zu weit weg, um Schreie zu hören. Aber bald. Hier vielleicht nicht lang, das ist nicht so schlau. Hey, stopp! Okay, der hat nichts gesehen. Scheiße. Na komm.
Duck dich, duck dich! Das lief alles andere als gut, ehrlich gesagt. Lesen. Ein rügender Brief. Es gibt... Ich dachte, ich kann in Sicherheit gehen, aber ich muss es da lesen. Ein rügender Brief. Was war das für ein Schatten? Es gibt ein erhöhtes Aufkommen von Patienten, die an einem extremen Opium-Delirium leiden. Was das auch immer für eine neue Mixtur ist, sie ist stark genug, um ernsthaften Schaden anzurichten, der unsere bereits überlasteten Ärzte unter zusätzlichen Druck setzt. Die Produktion von wildem Mohn muss eingestellt werden, sonst sehe ich mich gezwungen, die Hüter der religiösen Ordnung des Kalifen über diese Sache in Kenntnis zu setzen. Der Oberarzt des Bimaristans. Bimaristans heißt Krankenhaus. Tatsächlich. Das weiß ich. Das ist ein fucking Krug. Ich dachte, das ist was zum Einsammeln. Ich hasse alles. Komm mal hier rein. Leg dich mal hin. Du hast nichts gesehen. Augenblick. Einen Augenblick bitte. Ciao. Oh mein Gott, ich hätte den Kopf zielen sollen. Er wurde gerade von einem Dolch erwischt, weißt du? Und er schaut sich lieber die Leiche an. Denkt er sich, irgendwas hat mich da gezwickt. Keine Ahnung, ich guck mir mal, was mit meinem Kumpel passiert ist. So, wo ist denn jetzt hier diese Liste, verdammt? Diese verkackte Liste. Untertauchen. Ja, das bringt, glaube ich, nichts. Einsammeln. Das ist was zum Einsammeln. Okay. Och, Tür verriegelt. Ja, leck mich doch. Da steht ja einer. Hinter der Mauer, aber da steht einer. Und der wird uns nicht... Der wird uns nichts tun. So, tschüss. Nein, nein, wir brauchen keine Hilfe. Halt's Maul. Junge, willst du sterben oder was? Okay, da ist auch eine Wache. Wo ist denn jetzt diese Liste, Mann? Das kann doch nicht sein. Danke sehr. Nein, 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 du siehst uns nicht. Nein, 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 nein. Komm mir nicht so. Komm mir nicht so. Hey, wir brauchen 5 Sekunden, um diesen Tisch zu kommen und der steht dann so. Hey. Naja. Mehr Glück beim nächsten Mal. Wo ist die fucking Liste? Lass dich nicht von der Schorta erwischen. Spute dich. Oh, nein, 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 nächster Moment. Der jetzt hin? Ja, es wird einem natürlich sehr einfach gemacht hier. Selbst wenn die einen sehen, ist man eigentlich unsichtbar. Man muss schon echt blöd anstellen. Manchmal wie ich. Damit man hier erwischt wird. So, wie komme ich jetzt an diese Liste? Ich habe keine Ahnung, wo die Liste ist. Stiehlt die medizinischen Proben. Der Botanist hat eine Liste der Orte, an denen seine Proben auch bewahrt werden. Ich habe keine Ahnung, wo die Liste ist. Wo ist die Liste? Ich weiß es nicht. Ich sehe es halt auch nicht, ne? Wir müssen uns wahrscheinlich noch ein bisschen besser umsehen. Hier vielleicht. Das ist gar nicht mehr das Gebiet. Sehe ich gerade. Klettert er jetzt hier hoch?
Tatsache. Das war's für dich. Oh mein Gott, der sieht uns. Das läuft ja super. Leute! Versuch es doch nochmal! Junge, ich hab doch geblockt. Sag hallo! Willst du mich verarschen? Ich muss auch noch niesen gerade. Während ich am Niesen war, habe ich ihn fast umgehauen. Komm her. Boah, ist das ätzend. Wo ist die Scheißliste, Mann? Wo ist die? Ich weiß nicht, wo sie ist. Das fuckt mich ab. Was? Ist das die Liste hier? Liegt die einfach so rum? Nee. Einsammeln, her damit. Ich glaube, wir haben wirklich jeden umgebracht jetzt hier. Untertauchen. Echt nicht. Plündern, ja. Du willst wohl Ärger. Man darf hier keine Unschuldigen umbringen und das werde ich ja nicht tun. Nicht bewusst. Das Gesicht sieht ihm bekannt vor. Ja, das. Oh ja, das. Das ist ein schönes Plumpsklo. Wofür? Wofür machen die das? Kannst ja auch direkt auf den Boden scheißen. Da ist noch nicht mal irgendwie ein Abwassersystem eingebaut. So, okay. Jetzt ist die Frage. Nein. Hör auf. Mach keinen Unfug. Das sind zwei. Komm ich mit meinem... Mit dem Angriff? Kann ich da beide umhauen? Tatsache. Dieser Kalif hat keinen Respekt vor der Kunst der Menschen. Alter, wir haben den einfach in den Baum geschossen. Geht's hier gut, Kollege? Alles okay? Ja? Er ist halt eins mit der Natur. Richtiger Naturbursche. Schön. Dass es sowas noch gibt. Wo ist die Liste? Wenn die jetzt hier war, ne? Und wir waren schon im richtigen Gebäude, ne? Dann verstehe ich nichts mehr. Weil hier waren wir ja schon mal. Ich habe so viele Krüge aufgemacht. Nee, es ist nicht der richtige. Schreiten ja hier rum. Ich glaube, hier sind echt keine Soldaten mehr. Die Liste hier. Boah, das ist so ein... Also ich finde das schon... Das ist jetzt wirklich ein bisschen ätzend gemacht, weil ich habe keine Ahnung, wo diese fucking Liste ist. Und man muss hier wirklich so einen kleinen Zettel wahrscheinlich finden, der komisch aufleuchtet und ich mit meiner... Was ist das hier? Oh, Essen. Und ich mit meiner, Farbschwäche, weil ich eh schon nicht solche Farben sehe, muss so gucken, um irgendwas zu sehen. Und ich finde halt einfach die Liste nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Wer soll die denn haben? Es muss doch hier drin sein. Ich meine, das Ding ist ja abgeschlossen, ne? Es macht ja eigentlich nur Sinn, wenn es hier drin ist. Da ist ein offenes Fenster. Okay. Klettern, bitte. Die ist hier, ne? Die Liste. Die muss hier sein. Wenn die nicht hier ist, dann weiß ich auch nicht. Aber so finde ich die halt auch nicht, ne? Was ist das hier? Einsammeln. Sehr schön. Wir gehen mal runter. Ist die nicht hier?
Willst du mich verarschen? Truhe entriegeln. Bauteile und Dirham. Schön. Essen. Auch schön. Nehme ich alles mit. Ich war mir sicher, dass ich jetzt hier irgendwas finde. Ich bin verwirrt. Da liegt noch was drin, ne? Hier liegt noch was drin. Das Ding kann man noch entriegeln. Die Apotheke von Highliner, weißt du? Von Highliner. Ist das nicht irgendwie Make-up? Das ist ein Highliner. aber es wird halt nicht beschrieben, wo es ist. Und diese Apotheke ist halt auch riesig. Keine Apotheke dieser Welt ist so riesig. Dieses ganze Gelände ist eine einzige Apotheke. Fuck, Mann, wo ist denn das Ding? Was geht mir auf den Sack? Vielleicht da oben? Was ist das denn hier? Hilfsmittel. Okay, das sind diese ganzen Krüge, die ich nicht aufmachen sollte, ohne die Liste zu haben. Wo ist die Liste? Mein Lieblingsspruch. Ich sehe es halt nicht, ne? Was ist das hier? Untertauchen. Ist hier irgendwas? Da ist noch ein Krug. Das ist schon wieder... Wir sind schon wieder am Anfang gelandet. Das kann doch nicht sein. Ich sammle halt alles ein, aber... Ganz ehrlich... Das ist doch... War ich hier drin eigentlich schon? Was ist das denn hier? Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Wenn es überhaupt reingeht. Natürlich. Und er hat die Liste natürlich nicht in irgendeinem... Auf irgendeinem Dach... gelagert. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Wer macht denn sowas? Ey Leute, ich weiß echt nicht, wo diese Scheißliste ist, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Ich such die mal. Sorry, dass es so lange dauert, aber... Ich habe kein Adlerauge wie ihr Basim. Selbst mit dem Adlerauge finde ich es nicht. Also, ich suche sie. Bis gleich. Ich habe die Liste gefunden. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich habe die Meine ihm... Tasche ist so leicht. Zu leicht. Ich habe die ihm gerade geklaut. Ist das euer Ernst? Ich habe das aus Spaß gemacht. Weil ich das zufällig gesehen habe, dass man nie bestehlen kann. Es ist so. Brief an den Vorgesetzten der Wache. Hauptmann, bitte sag mir, was das für Taugenichtse sind, die unter deinem Befehl stehen. Wie oft muss ich noch auflisten, welche Krüge das Allheilmittel enthalten und welche man lieber aus dem Weg gehen sollte? Für die Wachen unter deinem Befehl, die nicht lesen können, und das scheinen die meisten zu sein, habe ich die Medizinkrüge mit weißen Symbolen markiert, die selbst ein Blinder nicht übersehen kann. Ich bin geschockt. Die Dinger waren vorher nicht markiert. Oder? Die sind jetzt erst markiert. Diese Probe sollte reichen. Oh, du leck mich doch. Probe des Heilmittels. Das ist ja wohl ein... Das ist ja ein Hohn. Das ist ein absoluter Hohn. So, hier ist noch eine. Ja, hier ist natürlich auch eine mit X plötzlich. Wo haben wir noch solche Krüge? Wo war nochmal dieses Haupthaus? Da hinten, ne? Da. Lass mich raten. Das einzige Ding, dass wir das da oben heil gelassen haben, hat jetzt plötzlich ein weißes X. Da ist irgendjemand gerade rumgerannt und hat mit weißer Farbe X drauf gekleistert, weil die gesehen haben, oh oh, der hat die Liste. Ich habe alle Proben, die ich brauche. Jetzt muss ich sie nur noch abliefern. Es ist... Lege die Proben in Abu Jaffas Geheimversteck ab. Das ist um die Ecke. Der einzige, den wir nicht umgebracht haben, ist er hier. Der wird sich wundern,
wenn er sich mal umdreht. Wenn. Was er wahrscheinlich nicht tut. Nie. Da ist das Geheimversteck. Einfach ein Busch. Ein random Busch. Und ich weiß natürlich, welcher Bus richtig... Oh. Okay. Ich dachte, tu ihn in den Busch Nummer 3. Südwestlich von dem Fluss. Wer würde diese Proben in einem Blumentopf suchen? Nur wer davon weiß. Ich hätte mich nicht zeigen dürfen. Ja. Ist ja gut, Mann. Immerhin haben wir ein paar Münzen für die Gelehrten bekommen. Ich mach's beim nächsten Mal besser, okay?